Ah, super. Hier fräst er die Zinken. Das ist ja auch super schlau. Das will ich auch mal machen. Hier ist das Ding. Mal gucken, was das kostet. Was? 510 Euro? Oh Mann. Klassische, altbewährte Verbindung mit technischen Lösungen umsetzen. Das ist spitze. Wenn wir Fingerzinken oder auch Schwalbenschwänze einfach schnell fräsen, dann spricht da überhaupt nichts gegen. Es macht uns die Arbeit viel leichter und es geht viel schneller. Aber Moment, 510 Euro, das ist eine ganze Menge Geld. Gerade wenn ich das erstmal ausprobieren will, ist das etwas zu viel. Geht das nicht günstiger? Das wollen wir gucken. Für 50 Euro habe ich dieses Set hier gefunden. Und das verspricht mir, dass ich die gleichen Sachen auch machen kann. Ich kann Schwalbenschwänze und Fingerzinken fräsen. Und die Frage ist nur, ob das funktioniert. So sieht das Ganze aus. Und was wir für 10% vom Festool-Preis bekommen, das schauen wir uns jetzt mal an. Oh Gott, das war's schon. So sieht es aus. Was man auf jeden Fall sofort sieht, es ist bestimmt halb so groß, nur wie das Teil von Festool. Aber es sieht erstmal in Ordnung aus. Ich hoffe, wir haben noch mehr Teile dazu, weil nur damit können wir nicht arbeiten. Aha. Für 50 Euro, muss ich sagen, finde ich diese Verpackung ultra smart. Und was ich besonders gut finde, ist, huch, einer ist da drin und einer ist nicht da drin. Wieder rein mit dir. Was ich besonders cool finde, ist, dass wir schon einen Fräser mit passenden Anlaufringen dabei haben. Das ist super, weil sowas muss man sonst eigentlich immer dazu kaufen. So passt das im besten Fall schon zum Set. Nur noch das Ding hier. Das ist vielleicht eine Tiefeneinstellung. Und solche Feststellschrauben. So, weg damit. Wir brauchen nämlich die Anleitung. Die ist sehr dick, wie bei all solchen Vorrichtungen. Und wir schauen mal, was wir alles damit machen können. Wir sehen, diese Vorrichtung können wir auf einer Tischfräse nutzen. Das heißt, wir schieben die Vorrichtung auf der Fräse. Oder wir machen das ganz klassisch, spannen alles ein und schieben die Fräse, also die kleine Oberfräse, über die Vorrichtung. Wir werden das so machen, also dass wir die Oberfräse über die Vorrichtung schieben. Solche Vorrichtungen sind meistens super nervig einzustellen. Hier ist es auch ein bisschen so. Das hier ist unser Tiefenanschlagsystem. Damit können wir gleich die Fräsertiefe einstellen. Hier ist theoretisch eine Skala, aber das macht nicht so viel Sinn, die zu nutzen. Und wir sehen auch, dass man die Schablone im Prinzip auch schief ziehen könnte. Ich finde, es ist sehr schwer zu lesen, wo das jetzt hier sein soll. Und es sind vor allen Dingen auch Inch, also das bringt uns gar nichts. Aber mein kleines Lineal passt tatsächlich perfekt hier rein. Und ich stelle mir das jetzt einfach so ein, dass ich sozusagen ab dieser messingfarbenen Kante hier oder bronzefarbenen Kante messe. Ich nehme jetzt einfach 12 mm Frästiefe. Wir machen nämlich halb verdeckte Zinken. Und dann schrauben wir das hier fest. Und können dann damit gleich die Fräsertiefe einfach einstellen. Die Frästiefe für Oberfräse oder Tischfräse können wir uns jetzt einfach so rausmessen. Zack, bis wir hier anstoßen. Gucken, dass wir das jetzt einmal festhalten. Dann stellen wir das Ganze ein und so können wir dann fräsen. Das Brett habe ich mir jetzt hier soweit erstmal halbwegs ausgerichtet, sodass der Abstand rechts und links gleich ist. Wir fangen immer mit den Tails an. Das steht hier oben auch drauf, Tails. Also mit der Seite müssen wir anfangen, steht in der Anleitung. Das heißt, wir fräsen das jetzt erstmal. Warum hier so eine kleine Lippe ist, weiß ich noch nicht so genau. Und dann können wir dieses Teil später zum Ausrichten des anderen Teiles nutzen. So, also jetzt hat es auch schon lange genug gedauert. Wir fräsen los. Was ihr jetzt bestimmt beim Fräsen schon gesehen habt und was ich gemerkt habe, können wir jetzt hier einmal nachweisen und erklären. Die Vorrichtung ist nicht ganz so plan. Deswegen ist sie am Ende die Fräse so ein bisschen gekippelt, weil sie hier gegen die Kante gestoßen ist. Wir fräsen jetzt aber trotzdem mal weiter und gucken, wie das Ergebnis wird. Ah, oh Gott,
Wer auch im Sommer den Durchblick behalten will, der sollte eine Sonnenbrille aufsetzen. Die Sonnenstrahlen direkt ins Auge, das ist nicht wirklich gut. Deswegen bin ich super glücklich, Werbung zu sagen für Mr. Spex. Mr. Spex kennt ihr schon. Es ist eine Online-Plattform für Brillen, Kontaktlinsen und Co. Und Co. bedeutet dieses Mal Sonnenbrillen, denn auch die gibt es da. Und das Schöne ist, auch wie Menschen wie mich, auch für Menschen wie mich natürlich mit Sehstärke, so damit wir im Sommer wunderbar geradeaus gucken können und auch sehen, wo wir mit unserem Eis in der Hand hinpaddeln. Das Beste ist, bei Mr. Spex habt ihr die Möglichkeit, Brillen ganz bequem virtuell anzuziehen. Ihr macht also ein Foto und lasst euch die Brillen dann einfach ins Gesicht shoppen. Das funktioniert ganz gut, so mache ich das auch immer. Und die ich am besten finde, lasse ich mir dann mit meinen aktuellen Sehwerten einmal fertig machen und wieder zuschicken. Und schon bin ich für den Sommer bestens geeignet. Bei Mr. Spex könnt ihr bei der Auswahl ganz einfach auch auswählen, wie euer Gesichtstyp aussieht, so dass ihr nicht stundenlang sucht und am Ende eine Brille habt, die viel zu groß ist. Also schaut euch Mr. Spex gerne unten mal an, ich habe euch das verlinkt. Mit meinem Code bekommt ihr die Brillen günstiger, was fantastisch ist. Also Sonnenbrille auf und los. Darf ich natürlich selber auch nicht vergessen, ne? Weiter geht's. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie richten wir das zweite Teil aus? Denn unsere Vorrichtung hat keine Anschläge, außer diesen hier. Mit dieser leicht angerundeten Seite können wir das Ganze jetzt hier einfach einmal draufstecken. So, das passt auch ganz gut. Und dann können wir das Brett seitlich ausrichten. Und das sieht, glaube ich, fummeliger aus, als es ist gerade. Wir können das jetzt hier einfach überprüfen, dass das an beiden Kanten anliegt und vor allen Dingen auch hier unten. Und dann muss ich hier runtergreifen und die Schrauben festdrehen. Das mache ich jetzt mal so. So. Also es sieht da, wie es filmt, glaube ich, fummeliger aus, als es ist. Das passt jetzt vom Abstand, glaube ich, ganz gut. Also nehmen wir das wieder raus und fräsen das einfach mal. Ich glaube, das war die Grenze vom Fräser, so wie sich das angehört hat. So, das hier muss natürlich weg. So, dann wollen wir mal schauen, ob das passt. Oh, das sieht schon gar nicht ganz schlecht aus. Das ist ganz schön eng. Das ist zu eng. Das kriegen wir so nicht zusammen. Das heißt, wir müssen jetzt dieses Teil, würde ich sagen, nochmal einspannen, nochmal ausrichten und dann mit dem Fräser einfach nochmal abfahren. Meistens reicht das schon. Wenn nicht, weiß ich auch nicht genau, was wir machen. Ups, da war gar nichts mehr. Und ein zweiter Versuch. Wie kann das denn sein? Also, das passt eigentlich ganz okay, bis auf die Fuge hier. Und wir haben voll den Versatz in der Tiefe. Die Tiefe stimmt überhaupt nicht. Ich bin super tief im Problemlösermodus. Man könnte jetzt erstmal denken, boah, bis jetzt sieht das scheußlich aus. Tatsächlich muss man ganz ehrlich sagen, eigentlich, also fast alle Vorrichtungen, die ich dieser Art kenne, auch die von Festool, die brauchen eine ganze Weile, bis man die gut eingestellt hat. Der Trick ist, wenn man eine solche Vorrichtung einmal richtig eingestellt hat, dann kann man halt ganz viele Schubladen, Copy oder wie auch immer, in eins durchfräsen. Nur, was ich damit sagen will, es dauert immer relativ lange. Das heißt, dass ich jetzt darüber nachdenke, seit 5 Minuten ist erstmal nicht schlimm. Was ich aber gesehen habe, ist schon eher schlimm. Wir können sehen, dass ich hier in die Vorrichtung gefräst habe. Das ist nicht schlimm, die ist aus Aluminium. Das heißt, der Fräser geht dadurch nicht kaputt. Was das aber zeigt, ist, dass wir halt schon allgemein Ungenauigkeiten haben. Wir haben gesehen, auf der einen Seite hängt die Vorrichtung durch, deswegen hat die Fräse ein bisschen gewackelt.
Und was wir offensichtlich auch hier sehen, hier muss auch irgendwas in der Geometrie von dieser Vorrichtung nicht stimmen, weil wir können eigentlich nicht hier reinfräsen, weil wir zwei Kopierringe am Fräser haben, die die Breite des Fräsers haben. Woher weißt du das, Jonas? Ich gehe mal davon aus, dass das so ist, weil wir zumindest hier nicht reingefräst haben. Ich überlege noch, hier hätten wir es auch gar nicht berühren können. Vielleicht sind es auch die Anlaufringe. Also irgendwas stimmt nicht. Aber es ist egal. Warum sage ich das? Es hat ja schon echt gut gepasst. Wir müssen es nur finalisieren. So. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wenn wir jetzt tiefer fräsen wollen und unsere Verbindung bündig sitzt, müssten wir diesen Anschlag hier verstellen, nämlich weiter nach hinten, sodass wir tiefer reinfräsen. Das macht für mich nur überhaupt gar keinen Sinn, weil wir den ja eben eingestellt haben an die Fräserhöhe. Also ich check das gerade überhaupt nicht, aber vielleicht verstelle ich ihn jetzt trotzdem einfach. Ich habe jetzt die Tiefe dieses Anschlags einfach um den Überstand, den wir nach oben hatten, nach hinten versetzt, also 1,5 mm. Eine Sache möchte ich schon mal sagen, die Wiederholgenauigkeit der Einstellung für diese Fräsung ist sehr gut. Also wir fräsen das jetzt das dritte Mal nach und ich glaube, dass wir die Passform immer noch nicht verändern. Das spricht zumindest für die Vorrichtung. Auf die Plätze, fertig, los! Mal abgesehen, wir haben wirklich nur hinten gefräst und nicht an den Kanten. Also die Einstellung ist wirklich super. Ich würde sagen, wir verleimen das mal. Ehrlich gesagt, absolut begeistert und schockiert. Das Ergebnis ist ultra gut. Also die eine Ecke sieht wirklich klasse aus. Die Verbindung an sich sieht auch klasse aus. Wir haben natürlich an einer Seite jetzt tatsächlich eine Kante, die nicht ganz so schön ist. Aber wir erinnern uns, man konnte ja richtig fühlen, wie die Fräse gekippelt hat. Also wirklich ohne Scheiß für 50 Euro. Das Einstellen an sich, dieses Rumgespiele, ich denke mal, das hat genauso lange, vielleicht sogar etwas kürzer gedauert als bei der Festool-Schablone. Und das ist für mich so die Referenz, weil das ist wirklich ein Top-Werkzeug, was, wenn man es einmal eingestellt hat, unglaublich gute Ergebnisse erzielt. Das ist auch ein unglaublich gutes Ergebnis. Das Problem mit der Tiefe verstehe ich immer noch nicht so hundertprozentig. Man muss sagen, die Anleitung ist vielleicht auch nicht die allerbeste, aber das Problem zu lösen war einfach. Wir haben einfach alles um den Versatz nach hinten verschoben. Das heißt, das konnte man schnell hinbekommen. Und das Problem mit dem Kippeln kann man eigentlich auch schnell hinbekommen. Wenn man jetzt für seine Oberfräse, und ihr könnt natürlich jede andere nehmen, ihr könnt jede Oberfräse dafür benutzen, ihr müsst keine Festool-Fräse nehmen. Ich habe nur die genommen, weil da der kleine Fräser reinpasst. Wenn ihr eine andere Fräse nehmt oder diese, könnt ihr einfach die Auflagefläche vergrößern, so dass ihr von vornherein an den beiden höchsten Punkten aufliegt. Also wir haben hier angefangen zu fräsen, also dass ihr immer hier und immer da aufliegt. Ihr braucht also einfach nur einen größeren Auflageteller. Den könnt ihr aus Multiplex oder aus Plexiglas bauen und einfach hier draufschrauben. Also an sich, das ist ohne Scheiß eine ganz geile Vorrichtung. Der Fräser ist mit dabei. Bei anderen Verbindungen, wie zum Beispiel Fingerzinken, bräuchtet ihr einen anderen Fräser. Was für einen ist hier relativ klar beschrieben. Den haben wir aber nicht. Was man aber sieht ist, man kann sehr gut die Einstellung nutzen, um eine Verbindung zu machen, die an beiden Seiten genau passt. Und vor allen Dingen auch komplett winklig ist. Und das ist super wichtig. Und viel zu viel Lob für 50 Euro. Wir haben das ja jetzt dreimal nachgefräst. Und wir haben keinen Versatz an den Kanten. Und das, finde ich, ist eigentlich das Allercoolste, dass man sieht, dieses Plastikteil als Arretierung für die zweite Fräsung. Ich habe gedacht, das wird wahrscheinlich total kacke und wir haben einen mega Versatz. Wir haben das jetzt aber dreimal hier eingespannt und wir haben überhaupt gar keinen Versatz. Das heißt, die Wiederholgenauigkeit ist mega hoch. Ey, was soll ich sagen? Manchmal kauft man Sachen, die günstig sind, die einfach super gut funktionieren. Was klar ist,
Wenn man jetzt viel größere Teile hat für den Korpus, dann ist es, glaube ich, mit dieser Vorrichtung nervig. Aber das hier ist schon eine ernstzunehmende Schubladenhöhe. Also da kann man schon viel reinpacken. Voll gut bestanden. Es funktioniert klasse. Also wenn ihr sowas braucht und keinen Bock habt, das von Hand zu machen, dann macht das gerne damit. Und sonst smasht ein Abo rein. Ohne Scheiß, das sieht unglaublich gut aus. Das gibt's einfach nicht. Naja, man kann ja auch mal positiv überrascht werden. Tschüss, bis zum nächsten Video.